Samstag, 3. Juni 2017. Enduro-Gelände Langensteinbach im Kreis Mittelsachsen. Ein befreundeter Enduro-Fahrer, Sergio Villapuca, hat sich hier beim 24-Stunden-Rennen eingeschrieben. Ich bin mit der Kamera dabei und berichte von der Rennstrecke und aus der Boxengasse. Das Enduro-Gelände Langensteinbach liegt auf der Gemarkung Penig im Raum Chemnitz. Die Anfahrt von Sergios Team am Freitagnachmittag aus Südwestdeutschland war zäh. Durch etliche Autobahnstaus mussten sie sich quälen. Bei mir lief es deutlich entspannter mit dem Motorrad über Landstraßen. Das 24-Stunden-Rennen Langensteinbach ist ein lizenzfreies Rennen für Fahrer von Enduro- und Motocross-Motorrädern. Gestartet wird in drei Klassen. Klasse 4, das sind die Viererteams mit vier Motorrädern. In der Klasse 2 fahren die Zweierteams mit zwei Fahrzeugen. Und in der Solo-Klasse starten Einzelfahrer auf jeweils nur einer Maschine. Sieger wird, wer in 24 Stunden die meisten Runden absolviert. Das hier ist eine akkubetriebene kleine Lampe und sollte nachts irgendwas passieren und das Motorrad geht aus, würde ich gesehen. Wird irgendeine mich sehen? Sergio Villapuca und sein Teamkollege Marc Huse starten in der Solo-Klasse. 24 Stunden am Stück müssen sie und ihre beiden Motorräder durchhalten, wenn sie gewinnen wollen. Aufgewachsen ist Sergio in Swasiland, wo ihm das Motorradfahren im Gelände quasi in die Wiege gelegt wurde. Swasiland ist ein kleines Königreich, das an Südafrika und Mosambik grenzt. Im Jahr 1999 gründete Sergio dort einen Offroad-Club mit dem Namen Swazi Cowboys. Seit über 10 Jahren lebt Sergio nun in Deutschland. 2009 gründete er hier die Firma Swazi Cowboys, die innovative Offroad-Produkte vertreibt. Seit 2016 bietet er auch geführte Enduro-Touren durch Swasiland an, zusammen mit Freund Danny, ebenfalls geboren und aufgewachsen in Swasiland. Beide fahren schon ihr ganzes Leben lang Motorrad. Für die Planung und Durchführung der Swazi Cowboys Offroad-Touren haben die beiden ihr Wissen über Land und Leute, Kultur und Landschaften zusammengetragen. Sergio und sein Teamkollege Mark teilen sich eine gemeinsame Box und einen Helfer. Helfer Max ist hier zu sehen im weißen T-Shirt. Er ist Mechaniker, Handlanger und Unterstützer in allen Belangen. Zu dritt wollen sie die 24 Stunden gemeinsam durchstehen. Natürlich mit dem Ziel, dass einer der beiden den Sieg in der Soloklasse einfährt. In den Klassen 2 und 4 wechseln sich die Fahrer ab und haben so Gelegenheit, sich auszuruhen. Währenddessen können ihre Motorräder in aller Ruhe gewartet, gereinigt und betankt werden. Motorräder können innerhalb der Teams auch getauscht werden. Die Solofahrer der Klasse 1 hingegen müssen die 24 Stunden ganz alleine durchstehen, auf ein und demselben Motorrad. Ein Motorradtausch ist nicht zulässig. Ja, wir sind durch mit der technischen Abnahme. Gleich geht's los und die Gänsehaut fängt an. Ich freue mich. Es wird richtig Spaß machen. Oh yeah! Ja, ich glaube, jetzt kann man nichts mehr machen. Nach 24 Stunden ist. Nein, ich werde auf jeden Fall. Ich pushe es so auf 25. Hey, komm ich in Klasse, wenn ich das so. Schleife übertragen. Bei dir im Wohnzimmer. Um 12 Uhr startet die Klasse 4.
Mit wenigen Minuten Abstand folgt die Klasse 2. Als letztes kommt die Klasse 1 mit den Solofahrern an die Reihe. Benzinhahn auf? Ja. Ja. Thank you.
erste Runde ist absolviert. Unser Swazi-Cowboy mit der Startnummer 18 passiert nun zum ersten Mal die Zeitnahmestelle. Wenige Minuten später sieht der Zwischenstand dann so aus. Sergio ist ganz vorne mit dabei. Er reiht sich auf Platz 6 in der Soloklasse ein. Der Rückstand zum Führenden beträgt nur 51 Sekunden. Bei Teamkollege Mark mit der Startnummer 27 wird noch keine Wertung angezeigt, weil er zu diesem Zeitpunkt die Zeitnahmestelle noch nicht passiert hat. Während sich die Fahrer auf der Piste abmühen, wird auch in der Box hart gearbeitet.
14 Uhr. Nach 2 Stunden Renndistanz wird es Zeit für einen Boxenstopp. Zum Tanken, für kleinere Wartungsarbeiten und auch um kurz zu pausieren. So schnell wie möglich geht es wieder zurück auf die Rennstrecke, was aber nicht immer auf Anhieb klappt. Oh, Scheiße. Ich brauch eine Kreuzschraube hier, bitte. Nein, das war's dann. Jetzt brauche ich wieder frische Luft. Oh. Ja. Du musst mir Glück sagen. Gleich wird Sergio bemerken, dass er seine Schutzbrille vergessen hat. Gut, wenn der Kameramann dabei ist. Schnell renne ich zurück in die Box. Ich habe meine Brille nicht dabei. Also ich wollte schon. Ja. Ich dachte mir, Mann, es fühlt sich so cool an. Ja. Ciao, man. Nach meiner sportlichen Leistung brauche ich erstmal eine Soljanka. Köstlich! Die russische Wurstsuppe wird hier den Besuchern angeboten. Uhr. Nach kurzer Zeit steht die Strecke unter Wasser. Viele Fahrer kommen in die Box. Die Zeit kann in der Box sinnvoller genutzt werden als auf der Strecke. Wenig später gibt die Rennleitung bekannt, dass das Rennen unterbrochen wird. Frühestens um 18 Uhr will die Rennleitung bekannt geben, wie es weitergeht. Für die Solofahrer bedeutet es eine willkommene Zwangspause mit Chancengleichheit. Die Box steht ungünstig in einer Senke, in der sich das Regenwasser sammelt. Das Team entscheidet sich, die Box zu versetzen. Zum Nachbarteam ist eine kleine Lücke frei, die genutzt werden kann. Hilfe!
Ja, aber weißt du, wie es ist? Ja. Enduro Fahrer 1. Ja. Uhr. Der Regen hat kurz etwas nachgelassen. Die Wartezeit bleibt nicht ungenutzt. Die Luftfilter werden erneuert, die sich in den ersten 4 Stunden mit Staub und Sand zugesetzt haben. Nun ist Warten angesagt. Wir statten den Viererteams vom Motorsportclub Frickenhausen einen Besuch ab. Hier fehlt es an nichts. Wir werden vorzüglich mit Kaffee und Köstlichkeiten versorgt. Alles gut. Werfen wir doch mal einen Blick auf den Zwischenstand. Sergio hat sich auf Platz 1 vorgearbeitet. Der Vorsprung zum zweitplatzierten Mike Uhe beträgt aber nur 33 Sekunden. Dicht auf den Fersen folgt Toni Pampel mit einem Rückstand von weniger als einer Runde. Das Verfolgerfeld liegt schon mehr als eine volle Runde zurück. Teamkollege Mark liegt derzeit auf Platz 19 mit einem Rückstand von 4 Runden. Seine Rundenzeiten sind gut, jedoch hatte er längere Standzeiten in der Box. Chancen auf eine gute Platzierung sind vorhanden. Als es weiter regnet, versuche auch ich, die Wartezeit sinnvoll zu nutzen. Uhr. Statt Regenprasseln höre ich nun Motorengeräusche aus der Ferne. Das Rennen läuft wieder. Die Rennleitung hat die Streckenführung entschärft. Durch den Regen unfahrbar gewordene Abschnitte wurden herausgenommen. Die Streckendistanz hat sich dadurch verkürzt und der Schwierigkeitsgrad reduziert. Aber Hauptsache, das Rennen läuft weiter. Thank you.
Um 20.19 Uhr liegt Sergio auf Platz 1 und hat sich einen Vorsprung von knapp 4 Minuten erarbeitet. Marc macht Plätze gut und steht nun auf Position 14. Was meinst du? Bisschen verrückt, ja? Das ganze Scheiß hier. Völlig. Geht es jetzt 24 Stunden lang so, oder? Leider. Nur nicht mehr. Nicht mehr. Und jetzt bin ich schon bei leider. Am Anfang war es noch cool. Hey, wie dunkel das in dem Wald da oben ist. Ja. Ohne Licht. Hey. Ich gehe schon pinkeln, dann bin ich weg. Okay. Ja. Uhr. Nach nur einer Runde kommt Marc zurück in die Box. Die hereinbrechende Dunkelheit erschwert ihm die Sicht. Die erst vorhin montierte Lampe erweist sich als Fehlentscheidung. Nee, das streut so, du hast kein Sichtfeld, also kein Fokus. Also wird umgebaut, eine bessere Lampe wird montiert. Dazu müssen Kabel gelötet werden.
22.10 Uhr kommt auch Sergio in die Box, um sich eine Zusatzlampe zu montieren. Bei ihm geht es deutlich schneller. Schrauben und Montagepunkte sind schon vorbereitet. Der Lampenanschluss hat eine Steckverbindung. Kraftstoff und Nahrungsaufnahme werden nebenbei erledigt. Aber ich, sonst schaffe ich es nicht. Dankeschön. Vielleicht so eine Früchteriegel. Gibt es da der grüne? Okay, ich bin unten. Hey, wenn man sehen kann, dann geht's richtig cool, ne? Aber wenn man nichts sehen kann, dann ist es echt scheiße. Tja. Jungs, ich schätze es. Vielen Dank. Bei der Zeitnahme vor dem Boxenstopp hat Sergio einen Vorsprung von 2 Runden auf den Zweitplatzierten. Nach weniger als einer Viertelstunde ist Sergio wieder auf der Rennstrecke. Vom Vorsprung dürfte er gerade mal 1 Runde eingebüßt haben. Es ist nun Mitternacht, Halbzeit. Sergios Vorsprung beträgt nun 5 Runden. Mark hält sich auf Platz 14. Die letzte Rundenzeit von 44 Minuten lässt auf einen längeren Boxenaufenthalt schließen. In der Gesamtwertung aller Klassen steht Sergios Solo-Team auf Platz 23. Eine passable Leistung. Man muss bedenken, dass Zweier- und Viererteams einen klaren Zeitvorteil haben, da sich Fahrer und Maschinen abwechseln, während die Solofahrer durch jede Unterbrechung wertvolle Rennzeit verlieren. Uhr. Durch die momentane Pause ist Sergios Vorsprung verloren gegangen. Aber auch die Konkurrenz muss irgendwann mal pausieren. Mark hat 2 Plätze gut gemacht und steht nun auf der 12. Ich gehe nun ein paar Stündchen schlafen. Kurz nach 5. Sergio hat sich wieder einen Vorsprung von 3 Runden erarbeitet und Mark hat sich bis auf Platz 9 vorgekämpft. Respekt! Meine Lust, bei diesem Piss aufzustehen, hält sich in Grenzen. Die machen das Rennen auch ohne mich. Es ist nun 6:30. In den vergangenen Stunden wurde vor allem taktiert. Ein Team schaut aufs andere. Wenn der Konkurrent noch Pause macht, kann ich auch noch Pause machen, dürften sich die Fahrer der oberen Platzierungen gedacht haben. Als Sergio seinen Schlaf beendet, um sein Rennen zu gewinnen, zeigt der Zwischenstand einen Vorsprung von 1 Stunde an. Ein trügerischer Wert, denn zum zweitplatzierten Toni Pampel besteht Rundengleichheit. Was zählt, ist die Rundenzahl. Toni Pampel wittert seine Siegchancen, setzt sein Rennen fort und geht in Führung. Für Sergio ist nun eine Aufholjagd angesagt. Ja, die Nummer 8 ist jetzt auf Platz 1. Hat 56 Runden jetzt absolviert. Du hast 54 Runden. Thank you.
Um 7:30 beträgt Sergios Rückstand noch 20 Minuten. Toni Pampe mit der Startnummer 8 und Sergio Villapuca mit der Startnummer 18 liefern sich nun einen harten Kampf um Platz 1. Nur eine Runde später hat Sergio aufgeholt. Nur noch 2 Minuten Rückstand. Die lange Rundenzeit des Führenden lässt auf einen Boxenstopp schließen. Mark hält sich tapfer auf Platz 9. Sauber, Jungs! Weiter so! Haltet durch! Eigentlich war es nur ein kurzer Tankstopp, doch dann das. Das Hinterrad an Sergios Motorrad ist locker. Mein Hinterrad ist locker. Lager defekt. Ich bin raus. Das Radlager ist defekt. Ich bin raus, ist Sergios spontane Reaktion. Ehe er sich dazu entscheidet, ein Ersatzrad zu montieren. Dadurch verliert er viel Zeit. Den Sieg kann er sich möglicherweise nun abschminken. In der gegenüberliegenden Box des Konkurrenten mit der Startnummer 8 bekommt man das natürlich mit. Toni Pampel dürfte sich nun siegessicher fühlen. Achse. Andere Seite. Mit dem langen nach vorne? Ja. Ja? Ja. Okay. Ups. Nein, das ist nicht. Jetzt. Das ist nicht so wirklich chancenlos ist Sergio allerdings nicht. Die Chancen des Konkurrenten bestehen in dessen Kontinuität und Ausdauer. Doch seine Rundenzeiten sind erkennbar länger. Auf der Strecke fährt er langsamer. Sergio überholt ihn immer wieder, wie er erzählt. Und ihren Die erste Runde seit der Reparatur ist absolviert. Seine Brille wird noch schnell getauscht, weil er in der Box zur falschen gegriffen hat, die nicht sauber war. Eigentlich doch noch ganz gut, oder? Ja, ich bin gerade aber auch schon drüber gefahren. Mark fährt nicht mehr weiter. Bei den Strecken und Wetterbedingungen zieht er es vor, seinen Teamkollegen bei dessen Siegeskampf zu unterstützen. Spannend bleibt die Frage, auf welchem Platz Mark letztendlich landet. An den folgenden Szenen lässt sich gut erkennen, wie unterschiedliche Rundenzeiten zustande kommen. Man kann so den Buckel runterrutschen. Oder auch so. In der Boxengasse haben die Teams mittlerweile eine Schikane improvisiert, um nicht mehr von schnell Durchfahrenden mit Schlammwasser vollgespritzt zu werden.
Gleich sehen wir Toni Pampel mit der Startnummer 8 in der orangefarbenen Regenjacke. Seinen vergleichsweise gemächlichen Fahrstil kann man deutlich erkennen. Um 10:30 der nächste Wolkenbruch. Sergio liegt nur knapp in Führung. Der Regen wird immer stärker. Sturm kommt auf. Zelte und Pavillons drohen weggeweht zu werden. Wenig später gibt die Rennleitung den Rennabbruch bekannt. Um 11 Uhr soll das Rennen vorzeitig beendet und die Zielflagge geschwenkt werden. Um 10:50 werden die Fahrer von ihren Teams informiert, dass sie die letzte Runde vor sich haben. Scheiße! Tja, warum denn? Sergio entscheidet sich dagegen, seine letzte Runde zu fahren und kommt in die Box. Er scheint sich sicher zu sein, dass sein Vorsprung ausreicht für den Sieg. Doch reicht es wirklich? Laut meinen Infos beträgt der Vorsprung nur eine volle Runde. Da ist nichts. Angesichts der defekten Bremsen, vorne wie hinten, sicher eine vernünftige Entscheidung. Der sandige Schlamm hat die Bremsbeläge stetig abgeschmirgelt.
Bremsbeläge sind nicht mehr vorhanden. Dann die Gewissheit. Am Ende des Rennens reicht es Sergio auf Platz 1. Es fühlt sich an wie Schminke. Ja! Wir haben es geschafft. Ja. Das ist Fakt, oder? Ja, geil. Gratuliere. Dankeschön. Das ist voll geil. Stell dich vor, da runter, ohne vor der Bremse. Ja. Oh, genau, das ist gerade der Motorrad herlaufen. Er konnte bremsen. Fünf Mal auf die Fresse da unten, ich da runtergehe. Auch der Zweitplatzierte kommt zum Gratulieren. Nicht jedoch ohne seine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Sieges zu äußern. Du gibst nicht auf. Ne? Aber wann willst du mich im Holthammer-Turm laufen? Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal an dich vorbei. Echt? Ein paar Mal. Ich hab dich, du bist, ich hab dich erkannt. Ja, aber ich hab dich nie gesehen. Ich habe mich ein paar Mal gefroren. Ich habe immer wieder andere Klamotten angehabt. Guck mal, das ist alles meine Zeug hier. Ich denke, da ist was falsch. Echt? Ja. Ja, wenn du sportlich vor dir vertreten kannst. Schlechter Verlierer? Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Wie oft habe ich den Tipp überholt? Wie ich gesagt habe, den habe ich sogar überholt. Ja. Naja. Tja. Sergio, was soll ich sagen? Genau. Sergio! 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 Genau, guck mal, Sergio! Riesig, aber es ist ja. Das ist wirklich rund hier. So, jetzt aber wieder Applaus, ja. Die alten Bunde haben das sind jetzt auch bei diesem wunderschönen Scheißwetter. An der thüringischen Saale lasse ich am Sonntagabend Zelt, Schuhe und Klamotten in der Sonne trocknen. Gratulation, Sergio, zu deinem Sieg. Ich sage Danke für deinen sportlichen Einsatz. Dein Sieg ist ein Geschenk an deine Familie, an den MSC Frickenhausen und zuletzt auch für meinen Film, der deine Erfolgsgeschichte erzählt.